Demokratie oder es schlägt nicht. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Der Abgeordnete Dr. Helmut Kohl ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Dann eröffne ich hiermit die Abstimmung. Heute ist das Gefühl, als wenn heute Tag der deutschen Einheit ist. Es ist unbeschreiblich. Es ist wirklich unbeschreiblich. Wir stehen vor der Wahl. In der die Bundesregierung keine gesicherte Mehrheit für ihre Politik besitzt. Die Volkskammer erklärt den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache Ruf: Wir sind das Volk. Ich frag mich, wer wir sind. Wir sind hier, wir stehen hier. Auf der Zeit siegt und doch schließlich leben wir immer. Wir sind hier, wir stehen hier. Das kann's doch nicht gewesen sein. Keine Zeit zu traurig sein. Wir sind wir. Wir stehen hier. Wir sind wir. Das Reichstagsgebäude. Hier diskutieren und entscheiden die Abgeordneten über die Zukunft Deutschlands. Es werden Gesetze verabschiedet, das Parlament kontrolliert die Regierung, legt den Bundeshaushalt fest und wählt den Kanzler. Das Parlament ist die erste Gewalt im Staat. Es repräsentiert das Volk. Wir sind Deutschland. Nicht als flüchtige Botschaft einer ehrgeizigen Kampagne. Wir sind Deutschland. Jeder Bürger dieses Landes, jeder auf seine Weise. Aber dieses Haus, der Deutsche Bundestag, muss es auf ganz besondere Weise sein. Und er muss diesen Anspruch im Alltag einlösen. Die Historie des Reichstagsgebäudes ist eng verknüpft mit der deutschen Geschichte der vergangenen 130 Jahre. Ein Rückblick. Berlin, Ende des 19. Jahrhunderts, die Kaiserzeit. In der konstitutionellen Monarchie des 1871 gegründeten Deutschen Reiches beginnt sich bürgerliches Selbstbewusstsein zu regen. Erstmals sollen die Reichstagsabgeordneten ein eigenes Parlamentsgebäude bekommen. Der Architekt Paul Wallot erhält den Auftrag, das Reichstagsgebäude zu bauen. 1884. Kaiser Wilhelm I. legt den Grundstein für den ersten Parlamentsneubau der Deutschen. Jahre später, 1914, bricht der Erste Weltkrieg aus. Vor dem Reichstag versammeln sich begeisterte Massen zu einem Kriegsgottesdienst. Das Parlament bewilligt Kriegskredite. Millionen sterben auf den Schlachtfeldern. Herbst 1918. Das Ende des Krieges.
Krieges bedeutet auch den Untergang der Hohenzollern-Monarchie. Philipp Scheidemann, der spätere Ministerpräsident, proklamiert am 9. November 1918 von einem Balkon des Reichstagsgebäudes aus die Deutsche Republik. Doch um die neue Republik wird noch heftig gerungen. In den Straßen Berlins herrscht Bürgerkrieg zwischen radikalen Republikgegnern und Demokraten. Die Regierung weicht nach Weimar aus. Am 31. Juli 1919 verabschiedet das Parlament mit großer Mehrheit die Verfassung der Weimarer Republik. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert wird in Weimar zum ersten Präsidenten der Republik gewählt. Aber die Demokratie hat immer noch viele Feinde. Es folgen unruhige Jahre, politische Morde, ein Putsch von ganz rechts. Ausgerechnet in dieser Situation stirbt Friedrich Ebert. 1925. Aufbahrung vor dem Reichstagsgebäude. Im selben Jahr wird der ehemalige Generalstaatschef Paul von Hindenburg zum Reichspräsidenten gewählt. Auch die demokratischen Parteien haben sich nur auf einen Kandidaten zu einigen vermocht, der im Herzen Monarchist geblieben war. In den sogenannten goldenen 20er Jahren normalisiert sich das Alltagsleben. August 1929. Die Demokratie begeht ihren 10. Geburtstag. Mit dem Börsenkrach am Schwarzen Freitag 1929 bricht die Weltwirtschaftskrise aus. Wieder kommt es zu bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen zwischen Demokraten und Extremisten von links und rechts. SA-Trupps rasen durch die Berliner Straßen und überziehen das Land mit Terror. Hitlers braune Bewegung ist am Ende der größte Profiteur der Krise, auch in freien Wahlen, solange es die noch gibt. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Wenig später steht das Reichstagsgebäude in Flammen. Brandstiftung. Die Nationalsozialisten nutzen das als Vorwand, um die Verfassung auszuhebeln. In einem früheren Opernhaus verabschiedet ein Rumpfparlament das Ermächtigungsgesetz. Der Weg in den Führerstaat Hitlers ist offen. Deutschlands dunkelste Epoche beginnt. Der Größenwahn Hitlers reißt Europa in den Abgrund. Der Zweite Weltkrieg tobt verheerende 6 Jahre lang. Deutschland ist besiegt und liegt in Trümmern. Mitte April erreichen sowjetische Einheiten die Berliner Stadtgrenze. Die Rote Armee stürmt das zusammengeschossene Reichstagsgebäude. Am 2. Mai wird die rote Fahne auf dem Dach des Gebäudes gehisst.
Sommer ziehen auch die drei Westmächte USA, Großbritannien und Frankreich in Berlin ein. Doch die Kriegsallianz gegen Hitler bricht schon bald wieder auseinander. 1948 riegelt die Sowjetunion die Westsektoren ab. Blockade. Die Westalliierten versorgen die Berliner aus der Luft. Bürgermeister Ernst Reuter vor dem Reichstag. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Schloss Herrenchiemsee. Während um Berlin gerungen wird, treffen sich hier die Ländervertreter zur Vorbereitung einer neuen Verfassung. Am 8. Mai 1949 wird das Grundgesetz vom Parlamentarischen Rat in Bonn beschlossen. Am 23. Mai tritt es in Kraft. Am 7. September 1949 tritt der erste Deutsche Bundestag zusammen. Er wählt Konrad Adenauer zum Bundeskanzler. Ich führe es. Fast gleichzeitig wird in Ost-Berlin als Gegenmodell zur Bundesrepublik ein zweiter deutscher Staat gegründet, die Deutsche Demokratische Republik. Erster Präsident wird Wilhelm Pieck. Die DDR wird nicht von Volk und Parlament regiert, sondern von einem Politbüro, das rücksichtslos auch gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Am 17. Juni 1953 kommt es zu einem Aufstand in der DDR. Aus der Forderung nach höheren Löhnen wird schnell der Ruf nach freien Wahlen. Am Mittag des 17. Juni rücken sowjetische Panzer aus. Der Volksaufstand in der DDR wird mit Gewalt erstickt. In dieser Zeit bleibt das Reichstagsgebäude eine Ruine und zugleich Mahnmal für die deutsche Einheit. 1954 wird die baufällige Reichstagskuppel gesprengt. 3 Jahre später beginnt dann der langsame Wiederaufbau des Gebäudes. Eine architektonische Demonstration gegen die endgültige Teilung des Landes. Am 13. August 1961 beginnt um 1 Uhr nachts die Absperrung Westberlins. Das Kommando führt Erich Honecker mit Billigung der Sowjetunion. Wenig später baut das SED-Regime eine Betonmauer. Präsident John F. Kennedy 1963 die Stadt. Die 80er Jahre. Noch trennt die Mauer die beiden Teile Berlins. Ronald Reagan am 12. Juni 1987 vor dem Brandenburger Tor. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ende der 80er Jahre fordern die Menschen in der DDR mehr Demokratie und Mitbestimmung. Der Druck der Bevölkerung auf die Regierung in Ost-Berlin nimmt zu.
Sie fordern Freiheit und sie wollen raus aus ihrem Land. Aber längst nicht alle DDR-Bürger, die demonstrierend auf die Straße gehen, wollen in die Bundesrepublik. Diese hier fordern Freiheit in der DDR. Und die Stasi schlägt zu. Inzwischen ist in der DDR eine Bürgerrechtsbewegung herangewachsen, die sich nun zunehmend Gehör verschafft. Doch viele der jüngeren Generation sehen für sich in der DDR keine Perspektive mehr und wollen das Land verlassen. Szenen einer geglückten Flucht unweit des Reichstagsgebäudes, Berlin 1989. Sommer 1989 kampieren tausende DDR-Flüchtlinge in bundesdeutschen Botschaften in Budapest und Prag. Wir sind zu Ihnen gekommen, Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise. Die Proteste in der DDR werden immer lauter. Ein Sammlungsort der Oppositionsbewegung ist die Nikolaikirche in Leipzig. Sie ist Ausgangspunkt für die großen Montagsdemonstrationen, die den Gang der politischen Entwicklung beschleunigen und das Ende der DDR einläuten. Am 4. November 1989 demonstrieren in Ost-Berlin mehr als eine halbe Million Menschen. In diesen letzten Wochen unsere Sprachlosigkeit überwunden und sind jetzt dabei, den aufrechten Gang zu erlernen. Und dies ist für mich der wichtigste Satz dieser letzten Wochen. Der tausendfache Ruf: Wir sind das Volk. Es ist die größte Protestdemonstration in der Geschichte der DDR. Fünf Tage später verkündet Politbüromitglied Günter Schabowski, eher versehentlich, die sofortige Reisefreiheit für DDR-Bürger. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Herr Schabowski, was wird mit dem Berliner Mauer jetzt geschehen? Ja. Aber wir wollen endlich, dass das alles so wird, wie wir uns vorstellen, dass alles eins ist. Heute ist das Gefühl, als wenn heute Tag der deutschen Einheit ist. Es ist unbeschreiblich. Es ist wirklich unbeschreiblich. Das hier ist ewig, ewig für heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute. Hab keine Angst, ich gebe auf. Schwimme mit dem Strom.